Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, heute kämpfen wir hier gegen den letzten der Top 4 und dann noch gegen den Champ. Da bist du ja. Dann sehen wir mal, wessen Schicksal es ist, heute zu siegen. Das deine oder das meine? Ja, ich hoffe ja mal, das meine. Ich freue mich jedenfalls, deine Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Kahili. Vor einigen Jahren habe ich auch die Inselwanderschaft absolviert und wurde daraufhin zum Inselwanderschaft-Champ. Ich bereiste die Welt mit meinen Pokémon, um meine Fähigkeiten als Golferin zu verbessern. Da kam eines Tages zu, dass du noch in der Lola-Region an der Pokémon-Liga stehe. Also bin ich zurück in die Heimat. Und nun werde ich dir zeigen, warum meine Flug-Pokémon alle solche Überflieger sind. Ah ja. So, die fängt auf jeden Fall mit Panzeron an. Und da wir dagegen nichts Effektives haben, habe ich auf jeden Fall unsere Primarina nach vorne gebatscht. Aber nur um Damage zu machen. So, ja, einfach hier so irgendwie, würde ich sagen. Stachler. Das ist natürlich ein bisschen nervig mit den Stacheln jetzt. Aber ja, dagegen können wir halt nichts machen. Hätte es so oder so ausbekommen. Selbst wenn wir irgendeine Attacke hätten, die es one-shottet und wir schneller wären als der, hat er Robustheit. Also Robustheit, schön für dich. Nebelfeld, den brauchen wir jetzt gerade nicht. So, gefällt es. Kann auf jeden Fall nichts Effektives gegen uns. Wir sind auf jeden Fall drin, weil wir jetzt raustauschen sollten. Wir tauschen einmal Neptun wieder rein, dann macht das nicht mehr viel, weil dann kriegst du eine Attacke ab, ist unter Half-Life und ja. Das heißt, am besten jetzt noch so viel Damage wie möglich machen, aber wir sind ja so effektiv gegen den, weil warum schickt er das jetzt rein? Er kann keine gute Attacke gegen uns und wir haben eine effektive Attacke gegen den. Wollt ihr das nicht verstehen, oder? Na, schade, überlebt. Oh, oder? Jetzt bin ich hier selber um, das ist praktisch. Das sollten wir eigentlich überleben, würde ich behaupten. Jo. Damit sind schon mal zwei weg. Das ist gut. 2 für 1 Trade. Ist auf jeden Fall optimal. Traumfresser. Ja. Um Gegner schlafen zu legen, nicht so praktisch. Expert. Okay. Du wirst wahrscheinlich eine Giftattacke einsetzen, da wir Typ Fee sind. Das heißt, wir stecken das dich rein. Machen deine Psychokinese, würde ich sagen. Oh, der macht einen Superschall. Das müssen wir natürlich gucken. Dann müssen wir das nicht selber treffen. Perfekt. Tukanon, ja. Tukanon hat natürlich jetzt deren Z-Attacke, ne? Und ich habe leider jetzt hier unsere Z-Attacke von Typ Geist drauf. Aber falls noch jemand wegtankt, also weder du oder Pampros würde halt noch am besten halt noch tanken. Ich habe auch auf Pampros vergessen. Oh, ich habe so viel. Alter, wie sind gerade zwei Sachen eingefallen. Erstens habe ich vergessen, auf Pampros den Steinzettkristall zu packen und zweitens haben wir immer noch keinen Eisstrahl auf Finantor. Das Ding ist auf Pampros. Nein, ich kann ja nicht, auf Pampros rausgehen, weil das Ding ist, selbst wenn die Z-Attacke tanken, das Ding hat eine Kugelsaat. Dann wäre Pampros auf jeden Fall down. Das heißt, wir müssen jetzt mit unserem Mahi-Pia hier tanken. Und hoffen, dass wir uns nicht selber treffen mit der Verwirrung. Ist jetzt nicht sein Z-Move ein. Okay. Ist jetzt einfach seine ganz normale Flugattacke ein. Aber wir treffen schon wieder. Die Verwirrung ist so schlecht gewählt worden, ne?
Wie oft wir wurden schon so oft verwirrt jetzt in der Pokémon-Liga hier und wir wurden bisher nicht einmal getroffen. Bin ich gerade dumm? Hat er gerade Schnabelkanone in derselben Runde eingesetzt, wo es das aktiviert hat? Was ist jetzt so, bin ich gerade bescheuert? Hat Schnabelkanone nicht so funktioniert, dass er 2 Runden dauert? Habe ich gerade irgendwas verpasst? Bin ich gerade bescheuert? Egal. Tukulon ist weg. Das heißt, bleibt nur noch eins übrig. Und da werden wir jetzt unser Pump-Boss nämlich reinschicken. Mal kurz hier nochmal raustappen und nachschauen. Ja, alles gut. Auch gut, dass wir Föhnertor da gleich benutzt haben bei dem Geisttypen, bei dem Flugtypen. Aber egal. So. Du kriegst jetzt einfach einen Steinhagel ab. Ich hoffe, wir müssen es halt nur treffen, ne? Das ist natürlich das Ding. Oh, kann ich nicht verwirrt werden? Schade aber auch. So. Dir weht ein ganz frischer Wind durch Alola. Ich war ja erst skeptisch, ob Professor Kukui das mit der Pokémon-Liga hinbekommt, aber jetzt bin ich froh, dass ich seiner Einladung gefolgt bin. Okay, dann steht jetzt der letzte Kampf an. Gegen Kukui. Oh nein, das Bild war die ganze Zeit falsch. Mann, egal. Man hat ja alles gesehen. Ich sehe gerade so eine Aufnahme. So, oh Mann, ey, das Bild ist da oben gerutscht. Warum ist das so scheiße? Egal. Man hat ja alles gesehen, auch wenn das Bild ein bisschen verrutscht war. Ist ja nicht so, dass es abgehakt war oder so. Es war einfach nur oben gerutscht. Ich verstehe es nicht, warum das bei diesem Scheißding manchmal so ist. So, egal. Auf jeden Fall erstmal Full Life heilen. So, haben wir noch irgendwas hier, was irgendwie nicht mehr brauchen? Ist noch ein Eisen, das kriegt ihr noch irgendwie hier du. Dann auf jeden Fall noch unser Top-Ether einsetzen, Top-Elixier hier einsetzen. Auf weniger, wo wir schon irgendwie auf dich werfen, so bam. Tja, und ansonsten, so, der fängt auf jeden Fall mit Wolverock an. Was Tarnsteine legen will, schätze ich mal. Das Pumboss ist auf jeden Fall langsamer. Ich würde auch sagen, dass Primarine langsamer ist. Also ich glaube, wir werden es nicht verhindern können, dass das Ding Tarnsteine liegt, weil wir einfach. Weil Wolverock da einfach zu schnell sein wird für uns. Deswegen bleiben wir einfach so, wie wir jetzt sind, würde ich sagen. Wir müssen halt einmal hinkriegen, einen 1-2-Trade zu machen. Weil ansonsten immer dieses raus, ein Pokémon für ihn besiegen und raustauschen funktioniert halt nicht, wenn wir in 5 gegen 6 sind. Wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Setz uns mal hier ein schön bisschen. Na, Glückwunsch, junge Dame. Jetzt bist du der Champ der Pokémon-Liga. Naja, das heißt, ich habe immer noch keinen Eisstrahl für ein Tor gepackt. Naja, es ist zu spät. Forst du jetzt, dass du jetzt auch noch den letzten Trainer besiegst. Und dieser Trainer bin natürlich ich. Ich bin die letzte Hürde, die du auf deiner Inselwanderschaft überwinden musst. Das ist die Geburt dieser neuen Pokémon-Liga mit einem epischen Kampf angemessen feiern. Okay. Das Ding ist, bevor wir hier nachher verlieren sollten, würde ich dann einfach, aber actually sagen, ich, das weiß ich, wie wir verlieren sollten. Würde ich aber sagen, die Challenge ist hier dann verloren. Und dann würde ich den aber auf jeden Fall mit noch heilen, den trotzdem besiegen, weil wir die Story abgeschlossen haben. Davon mal abgesehen. So, dann sollte das Ding hier reichen. Er macht keine Tarnsteine, das ist auf jeden Fall gut für uns. Aber wenn sich im Endeffekt Neptun jetzt Strauß ist auf dem Spiel. Mit so wenig KP werden wir auf jeden Fall nichts mehr anstellen.
Aber man hat keine Tarnsteine eingesetzt. Das wäre, glaube ich, nerviger gewesen. Okay, oh, das ist aber gut. Der macht nämlich eine Elektroattacke. Und dann checken wir da mal Pampros rein. Der hat halt leider auch Robustheit, ist ja das Ding. Aber ja. Oh Gott, das macht so viel Damage. Okay, ich habe da Technik ist noch easy weg oder so und kriegen kaum Damage. Das ist zu früh, bevor ich das damit. Das nächste greift uns am besten nochmal an, ne? Natürlich nervig. Das Pampros ist quasi nach dem ja auch schon raus. Weil er macht hier einen 1-2 Trade. Deswegen bringt er jetzt den Herz Varo. Das heißt, Lunada hier reintauschen ist irgendwie auch nicht so praktisch irgendwie. Eine vielfach Schwäche ist ja nicht so schön. Was ist denn? Oh. Oh, er holt sein. Er holt den Varo raus. Okay. Ich glaube, er holt das Waschak Will hier raus. Aber ganz ehrlich, ich brauche jetzt nicht raustauschen, weil selbst wenn ich jetzt Pampros-Spieler wieder reintauschen sollte. Jawohl. Also es wird ja nur gegen Magnezone lohnen, weil alles andere. Ne, das wird ja auch nicht lohnen. Es wird sich nur gegen Magnezone lohnen, wenn es nochmal Donnerblitz einsetzt. Weil ansonsten kriegen wir ja auf jeden Fall von jedem anderen Pokémon erst eine Attacke ab, wenn wir reintauschen. Wenn wir langsam mal kriegen noch eine zweite Attacke haben, das tanken wir nicht. Also hat mir jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, ich opfer hier Pampros auf, weil. Halbes Leben lohnt sich das nicht mal wieder reinzurufen. Und vielleicht haben wir ja Glück und er setzt seinen Z-Move gegen uns ein, dass der schon mal futsch. Mein Petja macht halt einfach eine Pflanzenattacke. Ansonsten machen wir hier auf jeden Fall einfach irgendwie. Macht Ramos mich am meisten Damage stellen momentan? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ist gut. Aber ganz ehrlich, damit bin ich fein. Sein Z-Move ist raus. Ja, also, Magnetzone ist. Quasi tot. Das ist 1 AP. Und als ich das alles, was wir noch haben, schneller als das. Also selbst wenn das wieder reinkommt, ist es auf jeden Fall einfach safe tot. So, jetzt die Frage, wie schnell ist Varo? Können wir da unser Lunala reinschicken und einfach eine Geisterattacke drücken? Muss ich mal kurz nachschauen. Varo hat einen Basiswert von 70. Und Lunala 97. Das heißt, unser Lunala auf jeden Fall schneller sein. Den werden wir da einfach unseren Schattenstrahl drücken und fertig. Also würde mich jetzt wundern, dass er nicht schneller ist als wieder. Hat das irgendwie 31 TV und volle EV-Verteilung und hat Initiative. Ah, ist aber schneller als wir. Ah, nee, ist klar. Ist klar. Ja. Okay, hat anscheinend der krasseste EV und DV süßlich und so. Und Wesen hat auch noch irgendwie das drin anscheinend. Also 27 Punkte ist schon hart davon aufzuholen, ne, von dem Base-Wert her. Der Lachs, oder? Kein Knirscher. Wird's auch wahrscheinlich einsetzen. Und Lunala ist auf jeden Fall nicht raus, das Ding. Weil das hat einen Mondschein. Was machen wir jetzt gegen Knirscher? Dich reinschicken? Ich hab da noch mein Feen-Dings drauf, leider nicht den Wasser-Ding. Aber ich würde wahrscheinlich Neptun reinschicken. Und dann einfach unsere Z-Attacke da einmal drücken. Ich glaube, das ist das Beste, was wir hier machen können. Ich drücke die erstmal nicht, wenn nachher überlebt er das, dann kommt wieder Toponesung und Scheiße. Hat aber erstmal eine Hydropumpe. Natürlich wehrt er die Hydropumpe ab. Ach komm, ey, ist jetzt ein Witz. Und wir sterben sogar dadurch. Tja, dann hoffen wir aber mal, dass du eine Attacke über halbes Leben tankst. Aber der Ding ist Body Stand paralysiert einen ja auch, ne? Tatsächlich dafür boosten uns jetzt hier ein bisschen mit Schwerttanz und Ruhrort. Aber egal, machen wir trotzdem. Der macht Rambos. Okay, dann machen wir nochmal Schwertanz. Wir dürfen nur nicht paralysiert werden, das wäre selbst das Problem. Dann ein Rambos einsetzen ist noch in Ordnung. Okay, ja, vielleicht ist doch nicht in Ordnung. Hm.
Mach mal Ruheort erstmal. Okay, es wird jetzt das Ende hier wird auf jeden Fall spannend. Das Ding ist, ich muss eigentlich jetzt für den Burschnabel gehen. Weil wenn ich einmal paralysiert bin, dann bin ich am Arsch. Oh, das tötet. Ich hatte echt Angst, dass der Relaxer das überlebt, weil es aber fucking Tank ist, ey. Die Tukum ist halt langsam, also das nächste Pokémon wird mich wahrscheinlich trotzdem töten. Und Ona, ja, das wird auf jeden Fall schneller sein als wir. Falls brauche ich Tukum jetzt noch, da sage ich auch, weil ich opfer das ist auch mit, dass er kein anderes Pokémon hier Damage bekommt. Ich habe auch nicht mehr sowas, ne? Eigentlich müsste ich jetzt echt opfern. Da könnte ich mich an dem Pokémon hier, von Ona, könnte ich mich wahrscheinlich hochboosten mit unserer Kosmikkraft und so. Das wäre jetzt eher so mein Plan noch. Jetzt Frosty, habe ich Frosty auch benutzt einmal in der scheiß Pokémon Liga? Ich weiß übrigens, wie es ist. Aber ich würde sagen, wir opfern das Ding hier einfach jetzt. So, setzen wir auf jeden Fall erstmal einmal Mondschein ein. Ich hoffe mal wenigstens, also wenn wir jetzt keine Attacke tanken, sind wir dann am Arsch, dann haben wir verloren. Wir müssen jetzt eine Attacke von dem Ding mindestens tanken können. Tja, schade. Damit ist, ich würde sagen, also ich würde von mir auch sagen, die Challenge ist damit verloren. Wir haben leider beim Champ verkackt, aber ich sag immer, da ich jetzt keinen Bock habe, die Top 4 nochmal zu machen, weil ich will das Spiel ja trotzdem abschließen, so fürs Projekt, ne, wegen Story und so. Deswegen würde ich sagen, ist die Challenge jetzt halt verloren. Aber ja, ich werde mich jetzt hier wiederbeleben, damit wir halt das Spiel beenden können. Schade, ja. Was hätte ich anders machen können? Mal kurz überlegen, bevor ich jetzt hier weiter spiele. Oh, ich kann ihn trotzdem einmal kurz den heilen. Was hätte ich wüsste, er sagt nicht so ganz, was ich halt anders machen können. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was wäre irgendwo ein besserer Move gewesen? Vielleicht gut, wäre ein Eisstrahl Frosty wäre vielleicht ein besserer Move gewesen so an sich, aber. Ich wüsste sonst nicht, was sie hier großartig anders machen können. Wolverock haben wir mit Primarede getötet einfach. Wir hätten da vielleicht mehr Pump rausgehen können, aber hätte das jetzt einen großen Beginn können, der einen Unterschied macht, doch nicht unbedingt. Dann kam Magnesone rein, das haben wir mit Pump zuerst einmal weggetankt, dann haben wir Lichtkanone abbekommen, halbes Leben, hat rausgetauscht, Zevaro. Da war, finde ich, auch der beste Move, einfach die Z-Attacke zu tanken und Pump zu opfern. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hätte irgendwas besser machen können, muss ich sagen. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hätte irgendwas besser machen können. So, dann kannst du hier mal den Z-Move machen, ne? Obwohl, ich bin ja eigentlich gar nichts. Das macht mit mir hier ein bisschen Eissturm ab, weil du langsamer bist. Tja, schade. Doch. Ich hätte das besser machen können. Ich hätte zuerst mit Firnatur rausgehen können. Dann mache ich das hier, dass Venona langsamer ist. Und dann hätte ich mit Lunala rausgehen können. Das wäre der Move gewesen. Naja, aber ganz ehrlich, wie gesagt, jetzt so spät und ganz ehrlich, ich bin eigentlich damit fein, dass wir hier jetzt verloren haben. Das war meine erste Hardcore Nuzlocke. War auf jeden Fall mit Abstand das Schwierigste, was ich hier bisher im Pokémon irgendwie gemacht habe. Ja, auch wenn ich bisher eigentlich ganz gut lief, mal abgesehen, so viele Pokémon haben wir actually ja nicht verloren. Aber dass ich mein erster Hardcore-Nuzlocke verliere, damit bin ich auf jeden Fall. Damit bin ich fein. Also das stört mich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch echt nicht so geile Pokémon teilweise gehabt. Also, dass wir halt für Natur hier einfach mit haben, weil ich aber nichts Besseres hatte, ist einfach schon ein Zeichen dafür, dass wir halt nichts Gutes bekommen haben teilweise. Wir haben so oft auch Doppelte bekommen, ey. So, dann. Was machen wir denn hier? Boosten wir es trotzdem noch hoch? Komm, boosten wir es trotzdem noch. Tja, schade, schade. Finale verloren. Das war ein Folter, ich wollte gerade sagen, so what the fuck. Auf jeden Fall noch plus 2 hier werden. Kannst du noch irgendwas hier, das andere Ding, was er noch hat? Nee. Ja, ist egal, wir würden eh gerade einen Top einsetzen. Yes.
So, dann machen wir den mal platt. Was denkst du, der hat jetzt noch? Ja, ich lohnt es, hier mit dem Zertatach noch einzusetzen. Ja, denkst du, der hat auch ein paar Fehler gemacht, ne? Ich hätte zum Beispiel auf Pampros den Gestein-Z-Ding beim Flugtrainer machen sollen. Ich glaube, hätte ich hier wahrscheinlich auch unseren Z-Stein auf Primarede gegen den Wasserstein austauschen sollen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen im Endeffekt. Ich hätte auf früher Natur bis zum Ende keinen Eisstrahl aufgepackt, einfach weil ich es vergessen habe. Hab ich schon ein paar Fehler gemacht. Ja, so ist das halt. Man verliert halt auch mal eine Challenge. Wäre ja auch langweilig, wenn man mal jede Challenge immer gewinnen würde, ne? So, mach dann das Tisch mit Nese rauf. Der hat gesagt, ich glaube, der Wing-Move wäre es echt gewesen, halt zu sagen. Ich sofort Finantur raus, was und nicht so damit, Winona. Und daran habe ich halt irgendwie einfach nicht gedacht in dem Moment. Also, dass wir es halt slowen können mit Eissturm. Das hatte ich halt gar nicht mehr auf dem Schirm. So, und das war Rückenwind, aber ich hoffe mal, es ist aber trotzdem schneller, so dass du jetzt rutscht bist hier. So ein Meter. Okay, aber ganz ehrlich, wenn das auch noch gekommen wäre, ja wohl ganz ehrlich, wir wären ja eigentlich hier, ich hätte mich ja hochgeboostet. Das wäre eigentlich auch kein Problem mehr gewesen. Also komm, dann schicken wir dich wieder rein hier. Das ist auf jeden Fall mehr Damage. Wo wir gerade noch einen Strich drücken, jawohl, hätten wir auch keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte sagen, halt der Wirbelwind so, dass wir unseren Boost verlieren, aber dann wären wir jetzt, wo wir jetzt hier gerade wären, auch quasi. Jawohl, ha. Ja, wäre vielleicht doch noch ein Problem gewesen, gerade Damage zu sehen. Ach, keine Ahnung. Wissen wir nicht, werden wir auch nie wissen. So, damit haben wir den Chef besiegt. Ja, hätten wir das Teller nicht verloren, wäre es doch noch mal ganz anders hier gelaufen. Jawohl. Dings, der hat. Da wurde der 2 Pokémon nur gestartet. Ja, keine Ahnung, ob es dann anders gelaufen wäre. Auf jeden Fall haben wir Challenge verloren. Schluss aus Ende, Punkt. Phänomenal. Aber ich hatte es dir ja damals gesagt. Das Zusammenspiel von Pokémon und Trainer. Dann die richtigen Attacken im Moment. Genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und so haben wir die Geburt des neuen Champs miterlebt. Des verdienten Champs von Alola. Du weißt doch noch, wie ich das dir damals auf dem Gipfel von Hokulani, wie ich es gesagt habe, ja? Mensch, also die Pokémon und Trainer des Alola-Regionen sind einfach die besten. Und die ganze Welt soll das wissen, jawohl. Das ist der Traum, den ich mit der Gründung dieser Pokémon-Liga verwirklichen wollte. Und heute ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen, genau hier und jetzt. Nico, Phänantur. Ihr habt meinen Traum wahrgemacht. Ja, Phänantur, hast du gut gemacht. Du warst mal komplett useless. Und das einzige Moment, wo du useful wärst, mit dem Slow, habe ich vergessen. Hast du gut gemacht. Ich bin wirklich froh, an diesem traumhaften Ort gegen dich und deinen tollen Pokémon-Kampf gekämpft und die Geburt der Pokémon-Liga überzeugt zu haben. So. Also dann, Neko. Du bist der erste Champ der Pokémon-Liga der Alola-Region. Es ist an der Zeit, deine Verdienste und die deines treuen Pokémon-Teams für die Nachwelt festzuhalten. Das machen wir wie? Hier oben gab es gleich diesen komischen Computer, wo man den einscannt. Neptun, Level 60. Immer unser Start, unser erstes Pokémon hier. Tukonon, ey. Das sah aber auch so, weißt du, der Tukonon ist halt auch nicht so krass. Also, das halt mitnehmen musste, ist auch schon sonst sein. So, echt, wir haben recht so, welchen Bock durchgeguckt haben, hab ich echt gedacht, boah, was haben wir eigentlich für scheiß Pokémon teilweise gefangen, ey. Also, Sonne, wo ist echt so zum Durchspielen irgendwie schon unangenehm. Also, auch allgemein, aber ohne Challenge oder so. Die Pokémon, die sind einfach alle nicht so geil, irgendwie, hab ich das Gefühl. Wenn ihr fangen könnt. Ich glaube, das wird echt das letzte Mal gewesen sein, dass ich Pokémon Sonne und Mond anfasse in irgendeiner Art und Weise. Das ist echt so storymäßig, ist einfach übelst nervig, weil die so viel labern in dem Spiel.
Die Pokémon, die sind irgendwie nicht so geil, die haben keine Arenen. Das ist schon alles eher unangenehm in das Spiel. Ich gratuliere zum Einzug in die Ruhmeshalle. So wie die Sonne den Mond erleuchtet, so wirken auch die Freundschaften, die du während deiner Inselwanderschaft gemacht hast, auf dich. All diese Begegnungen haben dich stärker werden lassen. Du liebst Pokémon echt vom ganzen Herzen, was, Neko? Genau, und so konntest du auch alles in deinen Pokémon herausholen und gemeinsam mit ihm den Sieg feiern. Alle werden jetzt zu dir aufblicken, dich aber auch als Rivalen sehen und mach dich darauf gefasst, herausgefordert zu werden. Du bist der erste Champ der Pokémon-Liga von Alola. Das werden wir natürlich ausgelassen feiern. Die Sonne und der Mond werden unsere Zeugen sein. Also dann, Neko, kehren wir rasch nach Medemede zurück. Um so einen Attackennamen auszudrücken, machen wir im Turbo-Tempo eine Kehrtwende nach Medemede. Wow. Lili wird erstmal ordentlich gefeiert und keine Sorge, ich sage auch Lili Bescheid. Wenn jetzt die Stadt aber Lili oder so heißt, keine Ahnung, ich weiß immer genau, wie man das betont, und dann hast du noch eine Charakter, der auch Lili heißt. Das ist auch so ein mega schlechtes Design, oder nicht? Ey, dieser neue Champ. Bin ich jetzt quasi der Herrscher bei Alola eigentlich, ne? Da kann ich jetzt alle rumkommandieren. Dafür gut, dass wir da oben stehen und alle kommen zu uns hingelaufen und sagen uns irgendwas. Selbst unsere Mutter muss zu uns kommen. Ja, winken mir mal alle zu. Hallo, hier bin ich. Achso, ich winken mir die zu. Und Hapo. Hohoho, ich lache einfach so. Wir haben uns hier versammelt, um den ersten Champ der Pokémon-Liga von Alola zu feiern. Möge die Festlichkeiten beginnen. Ja, erstmal in die Mitte stellen. Und wir grinsen, wie immer. Habt ihr es denn, ey? Kackpose nochmal. Er ist auch da. Ja, also übelst creepy. Steht einfach hinter einem Baum, macht seine Pose trotzdem. Soll er nach vorne kommen? Ah, jetzt kommt er auch. Hä? Was? What the fuck? Kommen wir doch nicht von Anfang an damit an, ey. WTF. Wie lange geht diese Abschlussszene? Meine Fresse, ey. Herzlichen Glückwunsch, Neko. Du hast es tatsächlich geschafft und bist jetzt der Champ von Alola. Sieh doch nur um. Ist das nicht großartig? Alle sind gekommen, um deine Leistung zu würdigen und dich zu feiern. Und wie sie sich alle freuen und Spaß haben, jung und alt, und auch die Pokémon. Es ist viel passiert und es war bestimmt nicht immer leicht, alles durchzustehen. Aber letzten Endes bin ich froh, dass ich nach Alola gekommen bin. Dass ich dir begegnen durfte, Neko. Nein, nicht nur das. Dass ich zusammen mit dir auf diese Reise gehen durfte, hat mir so viel gegeben. Du, Neko, was hältst du davon, wenn wir uns kurz davon stehen und einen Abstecher zu den Ruinen des Krieges machen? Ich habe von Hala gehört, dass die Hängebrücke repariert wurde. Klar, lass uns das machen.
Alles klar, dann laufen wir noch ein bisschen hier um. Oh, Caprique wartet irgendwas, stand da, glaube ich. Es wartet darauf, dass du ihn einen Besuch abstattest. Jetzt, wo du die Inselwanderschaft erfolgreich absolviert hast, Nero. Ich wollte doch nur das Spiel beenden. Das weckt Erinnerungen. Damals war mir das irgendwie einfach alles zu viel. Aber ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, im Grunde war es Lunala. Ich meine, es war Wölkchen, was uns beide zusammengebracht hat, nicht wahr, Neko? Komm, gehen wir rüber. Die Ruine des Krieges. Ich weiß immer noch nicht, warum Caprique uns an jedem Tag aus der Klemme geholfen hat. Ob so etwas mit dem legendären Pokémon Lunala zu tun hat? Nein, es war aber Zufall. Hat bestimmt mit damit zu tun, dass es das legendäre Pokémon war. Das erinnert mich an den Tag, an dem Harpo zur Inselkönigin genannt wurde. Jetzt bin ich ein wenig aufgeregt. Caprique, der Schutzpatron. Die Schreie sehen eigentlich so übelst billig aus, ne? So eine Holztreppe und oben steht so eine komische Statue drauf, ja, fertig. Caprique, dank deiner Hilfe konnte ich Cosmog zu Lunala entwickeln. Dafür möchte ich dir stellvertretend danken. Und jetzt du, Neko. Für den Chef von Alola gibt es nur eine angemessene Möglichkeit, Caprique die Ehre zu erweisen. Lass uns zuvor deine Pokémon wieder fit machen. Ja, weil ich bestimmt nachher Pokémon, egal wo ich noch nichts machen konnte, gekämpft habe. Deswegen muss mein Pokémon-Team wieder fit werden. Okay, das heißt, wir kämpfen uns gegen Caprique noch? Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so war. Aber anscheinend schon. Steckst deine Hand raus und berührst die Statue. Eine seltsame Energie geht vom Z-Ring aus. Du hörst eine Stimme in deinem Kopf. It's me, Mario. What is happening, ey? Lunala, ich bin erleichtert. Es ist soweit. Ricky. Gut, das kann ehrlich sein, ich werde einfach kurz Pampas rausholen, deswegen hoffe ich, wenn er einfach One-Shot und dann fertig. Ich will es jetzt auch nicht fangen oder so. Ist mir ja eh kalt egal. Ich werde nur dieses Spiel beenden. Level 60. So, Pampas, komm mal raus hier. Der Elektroattacke, die wir einfach nichts auflösen. So, machen wir den hier, machen wir den da. Also, machen wir mal eine Elektroattacke. Good job, Caprique. Mit der Hand, dann kann ich mich aber echt geil melden, dass mir das Caprique auch so quasi noch mit wer, quasi während der Story dann quasi fängt. Weil die anderen drei kann man ja auch einfach so noch fangen. Ich hab mal gedacht, da brüche ich auch so, was man jetzt aber jetzt quasi nach, dass du den dodgen kann. Und das habe ich so echt nicht mehr in Erinnerung gehabt. So, tschüss. War ja ein schwerer Kampf. Caprique's Präsenz ist nicht mehr zu spüren. Es ist irgendwohin verschwunden. Z. Vor dir liegt plötzlich ein Z-Kristall. Kapi und Z. Hat ein Z-Kristall für die? Weiß ich auch nicht mehr. Wo es im Kampf geschlagen wurde, sah Caprique sehr glücklich aus. Es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass ihr beide gegeneinander gekämpft habt. Endlich, es lag mir die ganze Zeit auf dem Herzen. Neko, wir sollten zum Dorfplatz zurückkehren.
Sonst fällt sicherlich auf, dass wir uns von den Feindlichkeiten gedrückt haben. Ach, das kann ganz am Ende sein, WTF, ey. Wer ist ja nicht im anderen Pokémon-Spiel so, hast Pokémon-Liga besiegt? Komm, Abspann. Und hier aber so noch Ewigkeit irgendwas anderes. Alle scheinen ihn so richtig gut zu amüsieren. Das ist anscheinend niemand aufgefallen, dass wir uns davon geschlichen haben. Oh, ich glaube, das Battle Royale fängt gleich an. Ja, mit dem Mauzi. Bestimmt eine gute Idee. Das ist unser Mauzi, ist unser Mauzi, nicht? Die haben doch kein normales Mauzi in der Region. Was? Das ist Mask Royal? Das ist Kukui, damit habe ich ja nie im Leben gerechnet. Krass, dass sie das am Ende noch aufgelöst haben. Jetzt lass mich doch nicht dieses Spiel beenden, ich will den Abspann haben. Mein Gott. Kann doch nicht so schwierig sein, ey. Ja, zeig uns nochmal 10 Minuten länger, wie die da alle rumhüpfen, rumtanzen. Dankeschön. Das haben wir ja nicht eben schon 5 Minuten angeguckt. Alter, ey. Das Spiel ist einfach so nervig. Was bringen mir diese ganzen Szenen? Die sind einfach alle unnötig. Wir haben doch eben schon gesehen, wie die alle da rumgelaufen sind, rumgetanzt haben, sich amüsiert haben. Jetzt sehen wir das alles nochmal. Warum? Was für ein schönes Fest. So viele lächelnde Gesichter. Egal, was auch passiert. Ich hoffe, du wirst dein Lächeln niemals verlieren. Nee, haben wir auch nicht. Wir haben die ganze Spiel lang durchgehend gelächelt, egal was passiert ist. Ich glaube, wenn was Schlimmes passiert ist, wir standen da und haben gegrinst. Damit bringst du nämlich jeden um dich herum zum Strahlen. Du wirst sogar Mutter zum Strahlen bringen, wenn sie dich nur hier sein könnte. Oder geht es ein bisschen besser? Sie wollte heute sogar zum Fest kommen, aber ich habe ihr gesagt, sie soll lieber das Bett hüten und sich schonen. Ich weiß jetzt, was ich tun kann, was ich tun muss. Neko, ich... Oh. Dankeschön, das ist nicht noch weiter hinauszögert. Wer ist denn F von euch? Oh doch, oh, schade. Zu früh gefreut. Seht nur, alle sind total ausgelassen und fern den Aufstieg des stärksten Trainers von Alola. Und ich werde noch fleißiger mit Elima und den anderen trainieren, damit ich irgendwann meinen OP besiegen kann. Selbst wenn er alles gibt. Und dann werde ich den Champion herausfordern. Mach dir auf was gefasst, Neko. Neko. Ach, was sage ich da? Ich meinte Champ. Möchtest du den anderen nicht auch deine Partner-Pokémon vorstellen? Schließlich hast du an ihrer Seite während deiner abenteuerlichen Inselwanderschaft so viel entdeckt und erlebt. Oh, deine Augen leuchten ja richtig. Sag mal, wollen wir mich verarschen oder so? Kann ich das scheiß Spiel mal beenden? Was ist denn los mit dem, ey? Was haben die sich denn dabei gedacht, diesen 10 Minuten lang Zähne hier also zu kreieren? What the fuck? Endlich, ey. Endlich bin ich fertig. Ja gut. Geht's auch immer weiter hier. Ich verabschiede mich aber schon mal an der Stelle. Bevor ich lasse den Abspann nochmal laufen, falls ihr nochmal 10 Minuten da bleiben wollt. Aber ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Projekt. Ciao. Oder ich merke gerade, das war doch noch nicht der Abspann. Auch gut.
Alter, das Spiel will mir verarschen, also. Also ich sag, ich will halt die Story quasi komplett draufbringen ins Projekt, deswegen will ich in der was sagen, ich mach jetzt Ende, ne? Aber Alter, lass sie doch einfach fertig sein, weil wo ist bleibt der Abspann? Was ist das? Alter, ey, als Sondermond ist echt so übelst das Kackspiel. Aber ich frag mich, was das Leben für uns in nächster Zeit bereithält. Ja, Kukui bricht wieder bei uns ein, schön. Ja, es hat die Tür geklingelt, ich mach auf. Meine Fresse, ey. Also langsam bin ich richtig schräg angepisst. Alter, das kann ich nicht angehen, ey. Was dauert das so lange hier noch danach? Wie kann das nicht alles so kommen, so, du machst Abspann und dann kommt diese ganze Kacke? Wie in jedem anderen Spiel, ey. Du bist sofort los, komm schon, worauf wartest du noch? Was ist denn los, Tadi? Was war die ganze Aufregung? Ich hatte sie gar nicht gesehen. Schönen guten Abend. Für Erklärung ist keine Zeit. Ich muss mir mal Nico für ein Weilchen ausleihen. Wenn wir es nicht beeilen, legt das Schiff ohne uns ab. Ja, Lili haut ab, das weiß ich schon. Schönen Dank, schön. Lili, du weißt ja, bis Kanto ist es sehr, sehr weit. Ich hoffe, der Zeitunterschied wird dir nicht zu sehr zu schaffen machen. Übrigens, meine Frau lässt dich entschuldigen. Sie meint, deine Verabschiedung würde sie zu sehr mitnehmen. Sie wollte dich aber wissen lassen, dass dir der Loft im Labor immer zur Verfügung steht. Du hast bei uns also immer einen Platz, an dem du unterkommen kannst. Ich wusste ja gar nicht, dass du uns verlässt. Tut mir leid, Tadi. Ich habe mich entschlossen, nach Kanto zu gehen, meine Mutter zu helfen. Ich gehe aber vor allem für mich selbst. Hat auf jeden Fall Sinn, dass sie nach Kanto geht, um ihrer Mutter zu helfen. Und nur zu verlassen, fällt mir sehr schwer. Doch allein der Gedanke, nach Kanto zu gehen, lässt mein Herz höher schlagen. Ich möchte dort viele wunderbare Pokémon kennenlernen und Trainer werden. Ich plane, die gesamte Region zu bereisen, ein bisschen wie ihr bei der Inselwanderschaft. Macht euch keine Sorge um mich, ich schaffe das, ganz bestimmt. Ich werde immer euer Lächeln in meinem Herzen tragen, dafür bin ich sehr dankbar. Irgendwann werde ich nach Alola zurückkehren, so viel steht fest. Aber es gibt noch so viel, was ich dir sagen wollte. Na gut, ich schreibe dir einen Brief, okay? Einen ganz, ganz lang. Da freue ich mich schon, Tadi. Ach ja, ich habe noch etwas für dich. Und Nico, hier ist etwas, hier ist für dich. Sie ist etwas mitgenommen, aber sie war immer mein größter Schatz. Wow, eine Pocke-Puppe. Da heißt jetzt wohl Abschied nehmen. Es wäre eigentlich cool, wäre, wenn die irgendwann nochmal ein Remake aus der ersten Gen machen und dann Lili da irgendwie jetzt Arena-Leiterin oder so einbauen. Das wäre eigentlich mal ganz cool, aber da muss es noch dauern, bis das passiert. Dann wieder ein drittes Remake quasi von kommt. Ne, ein viertes wäre es ja schon. Ja, also drittes Remake, aber es wäre ein viertes Spiel, weil es gibt ja erste Gen, Rot, Blau-Rot, da gab es Feuerrot, Blatt-Grün, dann Evoli, also Pokémon Evoli hier, Let's Go Evoli und Pikachu. Wäre schon das dritte Remake, was es da geben würde davon. Aber trotzdem, irgendwann wird das bestimmt kommen. Buh, Schlutz. Ach Tadi, ich kann verstehen, dass dir nach Wein zumuten ist, aber wenn man Abschied von jemandem nimmt, den man gerne hat, dann heißt es lächeln, auch wenn es schwerfällt. Oh ja, ich glaube, ich möchte jetzt meinen Opi einen Besuch abstatten. Ja, gehen wir nach Hause, sicher warten schon alle. Wer ist denn alle? Ich war gerade zu Hause allein mit meiner Mutter, da warten nicht alle, da wartet niemand außer meiner Mutter. What the fuck? Das Ende? Nee. Ganz ehrlich, ihr könnt aus dieser ganzen Szene, die wir gerade haben, nachdem wir Champ geworden sind, könnte ich mir extra Folge schneiden, so von der Zeit her. Doch, jetzt abspannen, endlich. Halleluja, so, dann jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Projekt vielleicht. Ciao.